Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist es heiß. Es ist einfach richtig heiß. Es sind, glaube ich, so 37 Grad hier bei uns. Aber ich habe mir gedacht, trotzdem, ja, ich habe ein Paket bekommen, das möchte ich mit euch zusammen aufmachen. Also, die liebe Lea und ich haben ein Tauschpaket gemacht zum Thema meine Beauty-Geheimnisse. Also, wenn du Bock drauf hast zu sehen, was ihre Beauty-Geheimnisse sind, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Meine Beauty-Geheimnisse sind ja relativ öffentlich, ne? Also ich teile sie ja immer wieder mit euch. Wenn du aber trotzdem wissen möchtest, wie ich das Paket entsprechend gestaltet habe, dann schau gerne bei der lieben Lea auf ihrem Instagram-Profil vorbei. Ich verlinke die unten in der Infobox mal ihren Account und dann kannst du mal vorbeischauen. Ja. Ich habe jetzt hier ihre Beauty-Geheimnisse und die gucken wir mal an. Und hier haben wir ihre Beauty-Geheimnisse drin. Oh, ich bin echt gespannt. Als erstes haben wir hier eine Karte. Der frühe Vogel kann mich mal. Ich habe aktuell auf der Arbeit ein Kalender oder so ein Sprüche-Kalender stehen. Und da ist für Juni genau dieser Spruch drauf und ich finde ihn super passend. Also danke, das passt. Liebe Claudi, endlich ist es da, mein Päckchen für dich. Es sind alles Produkte, die ich liebe. Ich hoffe, dir gefallen die Sachen so gut wie mir. Und jetzt, Trommelwirbel, viel Spaß beim Auspacken, deine Lea. Danke, Lea. Lea und ich, wir kennen uns schon seit einer Weile. Die hatte mir mal irgendwann ein sehr umfangreiches Paket zukommen lassen. Und seitdem, ja, schreiben wir uns viel bei Instagram und unterstützen uns gegenseitig, schicken uns irgendwelche Tipps zu, also geile Frau, wirklich liebe Frau und ja, super Karte. Fängt schon mal gut an, Lea. Wir haben uns auch so ein bisschen Trash geschickt, also quasi vorher ein paar Fotos ausgetauscht von Trash-Produkten, die man so zu Hause hat und die dann auch mit in das Tauschpaket gepackt, weil wenn man sowieso schon dabei ist, ein Tauschpaket zu machen, dann kann man auch gleichzeitig noch ein kleines Trash-Paket mit dazu machen. So, dann fangen wir mal mit dem ersten an. Es ist ein mega schönes Säckchen von der Glossy Box, ganz offensichtlich, denn da sind ja so Glossy Box Logos drauf. Und da haben wir auch schon das Trash-Päckchen ganz zu Anfang, finde ich gut. Als erstes ein Mousse to Oil Body Schaum von Mrs. Wolf. Das ist ja diese Limited Edition gewesen von Balea. Okay, das kommt mit so groben Bläschen daraus. Riecht sehr sanft und es wird direkt flüssig. Und kann ich mir jetzt auch sehr, sehr gut im Sommer auf den Beinen vorstellen. Ich finde, es riecht gut. Sehr sanft, sehr blumig, sehr Mädchen. Finde ich gut. Ja, habe ich mir gut ausgesucht. Als nächstes hatte ich mir die Hey Cheeks Palette ausgesucht von Essence. Die habe ich schon. Eigentlich könnte ich die sogar verlosen, weil die ist original verpackt, Leute. Ich glaube, die verlose ich. Die kommt demnächst mal in eine Verlosung. Freut euch, da ist nämlich die Folie noch original drauf. Die klebt auch noch richtig drauf. Das ist nicht geswatcht, gar nichts. Geil. Ne? Freut euch, das kommt in eine Verlosung mit rein. Ich habe mir sowieso überlegt, ich habe ja bald die 5000 Abonnenten, so Gott will. Und dann gibt es sowieso eine Mega-Verlosung. Eine richtig krass geile Ultra-Verlosung. So, ja, habe ich mir das überlegt. Auch mit im Trash-Paket habe ich hier die Argan & Silk Clump-Free Fortifying Mascara von Seraphine Botanicals. Die hatte ich mir auch mit rausgesucht. Die ist tierversuchsfrei und die wollte ich einfach mal austesten, weil ich bin ein Mascara-Fan. Sehr simpel, aber ne? Sah ansprechend aus. Kommt viel Produkt mit ans Bürstchen. Das ist ein ganz normales Kunsthaarbürstchen und da bin ich gespannt drauf. Und dann habe ich mir noch einen Concealer ausgesucht. Ja, das ist einfach von Essence der Camouflage Concealer. So sieht der auf jeden Fall aus. Er hat so ein ganz witziges Bürstchen, ne? Schön hell. Der wird auf jeden Fall getestet, da freue ich mich drauf. Camouflage heißt ordentlich deckend und wenn ich das jetzt mal so hoch verblende in meine doch sehr rote Hand, dann sieht man, ja, er blendet da auch schon ziemlich gut rein. Also das kann gut was werden, ja. Ne? Und dann hatte ich mir ausgesucht von 183 Days den Banana Concealer. Ich habe ja von 183 Days wirklich nie wirklich was benutzt. Oh, der riecht aber mega nach künstlicher geiler Banane. So sieht er aus. 020 Cheetah. Und ist aber gelb. Da muss ich mal gucken. Der wirkt doch sehr, sehr gelb, ne? Der Wahnsinn in Tüten. Wir gucken uns das mal zusammen an, wenn ich mal wieder Neuheiten für mich teste. Also quasi Produkte, die neu bei mir eingezogen sind. Ach, guck mal, da ist sogar eine Karte mit dabei.
Richtig süß, ne? Mach die Augen zu, dann hört sich Regen an wie Applaus. Viel Spaß mit deinen neuen Schätzchen, die bei mir keinen Platz gefunden haben. Ja, aber das ist halt, ne? Bei Trash-Paketen finde ich das immer total praktisch, dass man das halt hin und her schicken kann. Weil es ist doch zu schade, das einfach wegzuschmeißen. Das ist, ne? Nachhaltiger. Genau, dann hatte ich mir auch noch eine Lippenpflege ausgesucht. Die kann ich jetzt sehr gut gebrauchen von San Ozon. Sensitive Lippenpflegestift. Stift 50 plus, sehr hoch für besonders empfindliche Lippen ohne Duftstoffe. Und das ist mit Shea-Butter und Jojobaöl. Und ja, von Moi hatte ich mir ausgesucht, das ist ja von Stefanie Giesinger diese Reihe, ein Cleansing-Gel. Und ja, das hatte ich noch nie benutzt, das habe ich noch nie ausprobiert, das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Das ist irgendwie auch so mit Glitzerpartikeln, wenn ich das richtig sehe. Leute, ihr wollt nicht wissen, wie sehr ich gerade am Stuhl klebe. Ich habe nämlich ein Kleid an. Das Kleid ist von H&M übrigens. Ja, ich stehe mal auf. So sieht das aus, ne? Ist halt ein Kleid. Es ist eigentlich relativ luftig, aber oh, dieser Stuhl ist leider null atmungsaktiv. Und Rebalancing Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 20 unterstützt die Abwehrkräfte der Haut mit probiotischem Pflegewirkstoff für müde und gestresste Haut. Ich finde, sowas kann man immer wohl eigentlich gebrauchen. Und gerade wenn du halt so eine stressige Zeit hast, macht sowas Sinn. So sieht das Schätzchen dann aus. Das ist halt diese typische Tagescreme von Balea, so eine Tube, aber halt irgendwie eine andere Richtung. Hier habe ich jetzt eine kleine Menge auf meinem Arm. Und ja, sie ist sehr, oh mein Gott, guck mal, ich kann mit dem kleinen Punkt meinen ganzen Arm hier eincremen. Wahnsinn. Riecht aber ganz gut. Also hat auch ein bisschen so einen Unterton von Sauerbraten. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Riecht aber ganz angenehm. Wenn die nichts für mich ist, dann ist die auf jeden Fall was für eine von meinen Freundinnen. Die freuen sich immer, wenn ich da auch Tagescreme und halt so ganz klassische Pflegesachen auch mit in die Aussortiertkiste packe. Die muss ich jetzt demnächst auch mal wieder abdrehen. Oha! Ich habe noch eine weitere Tagespflege mir ausgesucht. Und zwar ist das von Nivea Essentials, die Tagespflege 24 Stunden Feuchtigkeit und Frische mit Lichtschutzfaktor 15 für normale und Mischhaut. Und ich habe aktuell Mischhaut für widerstandsfähige, zarte Haut mit Vitamin E und Antioxidantien. Das sieht aus, als hätte sie das noch nie verwendet. Sieht noch voll neu aus. Deswegen nehme ich da jetzt nichts raus. Ich schnüffel nur dran. Und es riecht nach ganz normal Nivea. Lea, schreib mir gerne, ob du das benutzt hast oder nicht, weil es sieht unbenutzt aus. Ja, und bunkern muss ich ja nicht. Deswegen denke ich, dass es sinnvoll wäre, das in eine Verlosung zu geben. Jo, das nächste, was ich hier rausziehe, ist erstmal gut eingepackt. Seine Highlighter-Palette von Revolution. Die hatte ich auch schon öfters gesehen bei Cosmetic for Less, aber immer gesagt, nee, die sehen alle so dunkel aus und nie. Aber jetzt, wo die halt so auch mit im Trash-Paket drin ist, finde ich das auch sehr praktisch. Das ist ein Cheek-Kit, also quasi sowohl Highlighter als auch schimmernder Bronzer, kann man fast schon sagen. Und ich liebe die Highlighter von Revolution und I Heart Makeup und aus der ganzen Familie. Also das ist, ne? Das ist so richtig kabäm. Also da kommt richtig Freude auf, wenn man diese Highlighter sieht, finde ich. Das ist oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Ne? Man sollte meinen, einige wären etwas dunkel, aber die kann man halt auch als Bronzer-Topper nehmen oder als Lidschatten zum Beispiel. Aber das sind fantastische Pigmentierungen. Und ich mache hier mal wieder meine Verrenkung. Revolution. Revolution kann einfach unfassbar gut Highlighter. So. Ein weiteres Produkt von 183 Days hatte ich mir auch ausgesucht und das ist die Vanilla Shake Base. Das ist auch aus dieser Bananenreihe und das wollte ich auch mal austesten. Und auch die sieht fast nicht benutzt aus, also nur minimal. Das ist dann so eine Art Primer, ne? Also das mache ich mir mal in einer kleinen Menge auf meine Hand. Na, riecht jetzt nicht unbedingt nach Vanille, aber wird halt sehr so durchsichtig und feuchtigkeitsspendend tatsächlich. Aber ich habe jetzt eben meine Hand schon mit was anderem eingecremt, deswegen ist es jetzt ein bisschen schwierig. Fühlt sich ganz gut an und es krümelt jetzt nicht irgendwie. Das werde ich mal verwenden als Primer. Mal gucken. Und das letzte und aller tollste Produkt aus dem Trash-Paket befindet sich hier. Es hat die Form eines Herzens und trifft auch direkt mein Herz. Wenn ich sage, es sieht aus wie Polly Pocket, weiß auch jeder, was ich meine. Ne? Es ist hier von Too Faced, der Love Light, You Light Up My Life Highlighter. Tada! Von meiner Oma habe ich ja schon den anderen. Das ist einfach Gold. Das ist Gold pur. Oh. Ja, wo mache ich den jetzt noch hin? Da. Gefällt mir sehr gut.
ja, das ist wundervoll. Und ich, ach, allein das Packaging ist schon ziemlich geil. Und dann das Sachen. Vielen, vielen Dank, liebe Lea. Das ist schon mal ziemlich geil. Kommen wir nun zu den Produkten, die sie mir in das Tauschpaket gepackt hat, zum Thema meine Beauty-Geheimnisse. So, dann nehme ich mir mal das erste raus. Das ist hier in so einem süßen Tütchen von Krüger. Cool Drinks Typ Sommershake, Waldbeergeschmack. Ach, guck mal, nom nom. Das hatte ich auch schon mal von der lieben Jana von der White Swan Beauty geschickt bekommen. Das muss ich echt mal probieren. Das liegt auch bei mir auf der Arbeit. Das ist aber in einem anderen Geschmack. Also das ist so eine Art, ja, das gießt man mit Milch, glaube ich, auf. Das muss ich mal austesten. Jetzt gerade im Sommer macht das, glaube ich, Sinn. Und dann hat sie mir, was ist das? Ein Lidschatten von Essence, I Heart Effects, mit reingepackt. Das ist ein flüssiger Lidschatten. Oha. Nee, eine Lidschattenbase intensiviert jeden Effekt Lidschatten für ein langanhaltendes, intensives Augen-Make-up. Okay, aber das ist schwarz. Eine schwarze Lidschattenbase? Ernsthaft? Krass. Okay. Also das, ne, habe ich mir jetzt hier mal aufgetragen. Das kommt hier mit so einem, ja, Applikator halt raus. Es bleibt grau. Oder? Nee. Oder? Doch. Es bleibt schon irgendwie grau, ne? Das ist ja interessant. Ich werde es testen. Interessant auf jeden Fall. Eine Lidschattenbase in grau. Ja, offensichtlich bekommt sie auch die Pinkbox. Das ist ja aus der Beautysaurus Edition. Vielen Dank, das ist ein Button. Und wahrscheinlich ja, ist ihr Beauty-Geheimnis in dem Sinne, dass man auch einfach ein bisschen girly sein darf, ein bisschen Kind noch bleiben darf und Spaß haben darf. Und das finde ich gut. Dann hat sie mir einen mega guten Nagellack reingelegt von Catrice. Den habe ich in einer Nuance dunkler, aber in einer Nuance heller finde ich den ja noch besser. Das sieht ja geil aus. 71 Kinder Lilac U. Und dann hat sie mir hier einen Anhänger mit reingemacht. So einen Schlüsselanhänger. Der ist auch süß, ne? Mit roten Blumen. Ich weiß noch nicht, an welchen Schlüssel ich das packe, aber wenn ich das an meinen normalen Schlüsselbund mache, dann wird sich alles darin verfangen. Da muss ich mal gucken. Vielleicht an meinen Arbeitsschlüssel. Das ist eine Idee. Der kommt an meinen Arbeitsschlüssel. Als nächstes habe ich hier eine Tüte. Haben einen Platz ganz vorne auf dem Schminktisch. Einmal von Revolution das Retro Luxe Matte Lip Kit, Lip Contour Kit. Das ist Lip Pencil and Liquid Lipstick. Den kann ich doch mal drauf machen, wa? Achso, das ist die Farbe Regal oder Regal. Krass, das ist so ein richtiger Kupferton. Da bin ich jetzt ja echt gespannt drauf. Jo, das hier ist der Lip Liner. Der ist richtig schön soft. Boah, aber krass orange. Leute, sieht aus, als hätte ich gerade Nudeln gegessen, ne? Das ist orange. Wow, eigentlich überhaupt nicht meine Farbe. Aber ich guck mal. Dann mache ich mir mal den Liquid Lipstick drüber. Der echt, also orange hoch 100 ist. Interessante Farbe, oder? Ich finde sie ein bisschen heftig, aber ich finde die auch irgendwie cool. Also dieses Orange, Kupfer, weiß ich nicht, ist schon modern halt auch irgendwie, ne? Also sieht schon ganz geil aus. Es passt auch zum Look, ne? Auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Aber es ist intensiv, sehr intensiv. Als nächstes habe ich hier von Alterra einen Rainbow Highlighter. Das ist auch interessant. Mit Bio-Hibiskus, Bio-Holunder und Bio-Passionsblumenextrakt. Okay. So sieht der aus. Ich bin ja immer sehr vorsichtig eigentlich bei bunten Highlightern. Aber da war jetzt... Ach, die Lidschattenbase ist übrigens quasi, ne, nudig geworden. Ein bisschen sieht man noch den Fleck. Ach, doch, der Highlighter ist schön. Aber sehr dezent. Den sieht man kaum, ne? Ich gehe nochmal etwas doller durch und intensiviere den Swatch. Der ist so rosa schimmernd, ne? Muss ich auf jeden Fall mal auf dem Gesicht testen, aber okay. Das ist dein All-Time-Favorite. Das ist interessant. Cool. Wow. Revolution, Make-up Revolution London. Ein Hypocrisy Eyeliner Weiß. Ey, der ist rot. Oh. Rot?
Das sieht doch aus, als wäre man krank, oder? Ich meine, ich habe jetzt einen schwarzen Eyeliner. Dann macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn, wenn ich da jetzt noch rot mit drüber packe. Das wird in einem Look getestet, Leute. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich will den mal aufmachen. Der ist komplett eingeschweißt. So, ich habe es aufgekriegt, aber dabei ist mir leider die Spitze abgebrochen. Aber da ist ja ein Anspitzer dran. Das heißt, ich kann den mal eben anspitzen. Dann wird er jetzt mal geswatcht. Okay, der malt recht fein. Aber die Farbe, das ist... Also der passt schon zum Lippenstift. Aber das ist ein Eyeliner? Krass. Muss auf jeden Fall mal in einem sehr bunten Lidschattenlook getestet werden. Lippies für jede Lebenslage. Ja, die Lea ist auch tatsächlich so ein richtiger Lippenstift-Mensch. Also auf ihren Instagram-Fotos sieht man das auch. Sie hat immer irgendwie einen Lippenstift drauf. Als erstes hat sie mir von Trend It Up die Ultramatte Lip Cream mit reingepackt in der Farbe 038. Und diese Farbe habe ich schon. Das heißt, die wird weiter wandern. Und zwar befindet sie sich sogar auf meinem Schminktisch. Das ist diese hier. Das ist so ein krasses Lila. Meine Herren, du meinst es echt gut mit mir, ne? Du willst Farbe sehen, ich merke das. Ja, ist heftig, ist intensiv, aber es hält echt gut. Also da bin ich echt baff gewesen, wie gut dieser Lippenstift hält. Das heißt, den habe ich jetzt doppelt, der wird weiter wandern. Dann hast du mir von Rival de Loop einen Lippenstift mit reingelegt in der Farbe 51. Das ist der hier. Der sieht echt schick aus. Kennt man gar nicht so von Rival de Loop. Oh, der sieht schön aus. Das, sowas ist meine Farbe tatsächlich. Ja, riecht nach nicht wirklich viel. Ja, der ist nämlich, das ist so ein leicht glänzender, schierer Lippenstift. Und das ist meine Farbe. Das ist meine Farbe. Und dann hast du mir noch ein Essence Smoothing Lip Peeling mit reingelegt. Auch das habe ich schon. Das heißt, auch dieses Lippenpeeling wird weiter wandern. Aber ich habe es schon mal so leicht getestet und finde es gut. Der Lippenstift ist, oder der Liquid Lipstick vielmehr, ist übrigens schon komplett angetrocknet. Das ist sehr, sehr angenehm. Echt cool. So, als nächstes meine Reise-Must-Haves. Als erstes fallen mir hier zwei. Das sind Foundation-Pröbchen. Das ist von Nutra, nicht Nutra Lash, oder? Nutra irgendwas. Die zwei Foundations, wovon die hellste für mich vielleicht was wäre. Die etwas dunklere, die hier wäre nichts für mich. Die kommt hier in so einem kleinen, mit so einem kleinen Füßchen. Und wenn ich die jetzt hier so swatche, dann seht ihr auch, wie die aussieht. Also ich swatche die ja gerne so am Hals oder im Gesicht halt. Ne? Ich habe ja nichts drauf. Und die ist schon sehr, sehr dunkel. Also das ist nichts für mich. Das heißt, oder doch, warte mal, wenn ich die jetzt so ein bisschen verblende, dann kann das wohl was werden. Ne? Die werde ich auf jeden Fall testen. Aber die dunklere nicht, weil die hellere von beiden ist mir schon ein bisschen zu dunkel. Ne? Aber interessante Produkte. Dann habe ich hier noch in Luftpolsterfolie was eingepackt. Zum einen von Manhattan Browtastic ein Eyebrow Kit. Und das ist die Farbe 001 Blondie Brown. Das ist ein Augenbrauenpuder und ein etwas dunkleres Augenbrauengel. Das werde ich mal testen. Augenbrauenpuder alleine fand ich nicht so geil. Aber das werde ich auf jeden Fall mal mit euch zusammen testen. Dann habe ich hier drin von Catrice Nostalgic Dreamer Palette à Porter eine Lidschattenpalette. Da habe ich auch schon viel Positives von gehört, sie aber noch nie geswatcht oder in der Hand gehabt. Also das ist so ein ja, kleines süßes Palettchen mit 6 verschiedenen Tönen. Ich kann euch ja mal 4 Töne swatchen. Das ist einmal, wow! Sehr, 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 sehr sanft gepresst. Habe ich einmal hier den Champagnerton, dann den etwas grünlichen Ton. Dann gehe ich hier mal in diesen etwas hellbraun-grauen Ton. Und ich gehe dann hier in diesen rosanen Ton rein. So sehen die Fingerswatches aus und das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Ne? Gucken wir mal. Ansetzen und swatch. So sieht es aus. Okay, interessant. Wird getestet, auf jeden Fall.
Dann hat sie mir hier von Rival de Lubiang eine Palette, eine Concealer-Palette mit reingelegt, was aber an und für sich keine Concealer-Palette ist, sondern eine Color-Correcting-Palette. Und die teste ich doch gerne mal aus. Ich hatte mal eine von Bella Pierre, die ich auch gut fand, die ich aber weitergegeben habe im Familienkreis. Und ja, habe jetzt aktuell keine, also wird die getestet. Es ist noch ganz schön viel hier drin und das macht mich sehr glücklich gerade. Ja, dann habe ich hier noch so ein Säckchen. Und da steht nichts dran. Oh, aber man kann ja durchgucken, ne? Einmal von Nature Box Insta Lift Up Spray mit kaltgepresstem Mandelöl. Das ist ein Volumenspray. Das finde ich interessant. Meine Haare brauchen ab und zu mal ein bisschen Volumen, wenn ich sie mal offen trage. Jetzt habe ich sie ja geschlossen. Ihr seht die gar nicht, ne? Ist heimlich. Meine Haare sind ganz heimlich. Ja. Ne? Ich habe jetzt ja heute einfach nur meinen Bommel und ja, das habe ich noch nicht, das muss ich mal testen, das ist cool, das wird auch getestet. Und dann hat sie mir von Kiehl's was reingepackt, Creme de Corps, eine Körpercreme, Soft Milk and Honey Body Polish. Ach, muss ich gleich mal gucken, was das überhaupt macht, aber das scheint einfach eine Body Lotion zu sein, eine Körpercreme. Ach, ein Körperduschpeeling mit Sojamilch und Honig. Ein Duschpeeling, ja, das wird getestet. Das riecht gut. Das riecht ein bisschen nach alte Frau, aber es riecht gut. Ich mag den Duft. So, dann habe ich hier noch ein kleines Päckchen. Und da ist eine Karte drin. Lächle, du kannst sie nicht alle töten. Ich mag diese Karten ja so gerne. Handcreme, immer in meiner Handtasche, als Lebensretter. Ohne geht nicht. Das stimmt, das geht mir ähnlich. Lippi, leider hatten die meisten Produkte nie den ganzen... Leider halten die meisten Produkte nie den ganzen Tag. Deshalb habe ich die hier immer in mehrfacher Ausführung dabei. Mal gucken, was dann hier so drin ist. Das sind erstmal Tic Tacs und das ist super. Das sind die Tic Tac Kaugummi-Dinger. Das ist einfach mal für frischen Atem. Sehr gut. Cool Cassis. Nom, Dankeschön. Eine Handcreme. Apothekers Hand- und Körpercreme mit Calendula, mit Ringelblumenextrakt. Das ist auch eine praktische Größe für die Handtasche. Da kann ich ihr zustimmen. Das ist cool. Und von Avon True Color den Lippenstift in der Farbe. Hat keine Farbe. Plum Effekt. Ja, das ist so ein dunkles Braun. Ach, der sieht also dunkelbraun. Interessant. Riecht ganz gut. Okay, und der soll dann lange halten. Der hat so einen Pflaumeton auch mit drin. Ne? Das geht zwar mehr ins Braune, hat aber noch so einen leicht flaumigen Unterton von sehr reifen Pflaumen. Das sieht auch cool aus. Dankeschön. Die hat sich was getraut, hat hier einfach mal ein Glas mit reingepackt. Und da sind aber so geile Luftpolsterpuffelchen drauf gewesen. Das sieht ja schön aus. Ne? So ein schönes Teelicht, Windlicht, wie auch immer. Das riecht einfach frisch. Riecht gut. Oh, mit einer süßen Schleife. Das riecht nach frisch gewaschener Wäsche. So ein bisschen nach Waschmittel. Das riecht echt gut. Herzchenseifenblasen. Beziehungsweise Seifenblasen. Ja doch, Herzchenseifenblasen. Hatte ich letztens erst auf der Hochzeit von einer Freundin. Mega. Oh, ich habe immer ein bisschen Angst. Aber eigentlich benutzt man sowas ja nicht im Haus, ne? So, ja. Danke. Favoritenprodukt Nummer 1 von Nivea. Eine regenerierende Nachtpflege. Ja, ist natürlich noch verschlossen. Riecht aber ganz normal nach Nivea. Da bin ich gespannt. Das wird auch getestet. Cool. Noch ein Päckchen. Vom Mond aus betrachtet spielt das Ganze gar keine so große Rolle. Süße Karte, ne? Kleine Auswahl meiner Lieblinge. Erstens Handschaum. Eine Erfindung, die ich viel früher gebraucht hätte. Zweitens Lip Balm. Die von Weleda sind einfach so schön und pflegen auch noch super für heiße Tage. Drittens eine Probe von meiner Kosmetikerin nach dem Primer wie Make-up auftragen und sehen, was passiert. Aha. Also erstmal haben wir den Handschaum Cake Pop. Geil. Sanfte Pflegecreme für zarte Hände mit Mandelduft. Ich mache jetzt mal so eine kleine Menge hier auf meine Hand. Oh, aber das ist eher was für den Winter. Riecht sehr süß, sehr, sehr angenehm. Ich liebe sowas. Oh, riecht der himmlisch. Oh, und das zieht gut ein.
Also wenn man sparsam damit umgeht, dann hat man auch keine klebrigen Hände danach. Ja, den Weleda Lip Balm, den mag ich leider nicht so gerne. Den hatte ich schon mal. Den werde ich weitergeben. Das tut mir leid. Den hatte ich schon mal getestet und hatte ich nämlich auch mal in der Box drin gehabt. Pflegewirkung, ja, aber der hat irgendwie meine Lippen auch so komisch verfärbt und das sah echt krank bei mir aus. Also wirklich, als wäre ich krank und deswegen. Und das hier ist die Probe von ihrer Kosmetikerin. Nach dem Primer wie Make-up auftragen. Oh, guck mal. So sieht das aus. Riecht sehr angenehm, sehr natürlich. Ich habe jetzt so ein bisschen mal auf meinem Finger. Gibt es hier mal drauf. Das passt sich dem Hautton an. Ach, Wahnsinn. Ne? Da. Geil. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Das werde ich auch mit euch zusammen testen. Und dann sag mir bitte, was es ist. Ich bin ja neugierig, ne? Wenn es gut ist, will ich ja auch wissen, wie es heißt und mir das gegebenenfalls nachkaufen können. Tomatensuppe mit rote Beete. Mir kommt nichts in die Tüte, was dir nicht in den Kochtopf kommt. Von Frau Ultrafrisch. Ja, geil. Das nehme ich mir mit. Ich denke, das werde ich sogar diese Woche mal trinken, essen. Zu mir nehmen. Dann ist hier noch was drin. Scheint so eine Kette oder sowas zu sein. Ja, das ist eine ganz zarte Kette. Die hat unten so einen Bommel dran und so ganz leichte Kügelchen, kleine Perlen. Nicht so ganz mein Style, muss ich gestehen. Aber ist ganz niedlich, ne? Also ich trage ja eigentlich eher Silberschmuck. Das sieht man ja auch. Ich habe ja auch hier bei meiner Uhr Silberschmuck mit dran. Ne? Das ist ja alles Silber. Die kriegst du ja auch in Roségold und so. Aber ich habe die ja in Silber geholt, weil ich bin so ein Silbermensch halt. Aber ich denke, eine Freundin von mir wird sich da garantiert drüber freuen. Ne? Nicht böse sein, aber das ist überhaupt nicht mein Stil. Leider. So, was haben wir denn hier? Darf nicht fehlen. Mache ich täglich. Es ist garantiert eine Gesichtsmaske. Es ist flach. Es fühlt sich an, als wäre da was Cremiges drin. Yep. Nicht nur eine. Hier haben wir direkt ein paar Masken. Ja. Passion Peel Off und Lemon Zest Peel Off. März Spezial Augenmaske mit Hyaluron und Gurkenextrakt. Diese beiden habe ich tatsächlich auch alle beide schon da. Das heißt, die werden beide weiterwandern. Das sind halt Multimasking-Masken von Schädens. Einmal mit Aktivkohle und einmal mit verschiedenen Geschichten. Auch mit Lakritz ist es, glaube ich, und Erdbeer. Nee, Himbeer, Heilkreide und Lakritz, genau. Immer auf Backup bei mir. Perfekt für uns Langhaar-Mädels. Oh ja, das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Mensch, von Garnier, wahre Schätze, seidiges Pflegeshampoo, Langhaarschatz für langes Haar und brüchige Spitzen. Das habe ich, das brauche ich, das ist fantastisch und ja, da rieche ich doch mal dran. Und das riecht umwerfend gut. Uiuiui. Verleiht Geschmeidigkeit und Glanz und repariert bis in die Haarspitzen mit Vanillemilch und Papaya. Mhm. Das ist ein ganz toller Duft. Und ich hoffe, dass es auch genauso pflegt, wie es riecht. Himmlisch. Und es passt auch schon wieder zum Lippenstift. Ich habe da, glaube ich, irgendwie so eine Lieblingsfarbe von dir entdeckt, Lea. Kann das wohl sein? Und hier haben wir das allerletzte, mein absoluter Lieblingshautretter. Aha, von Alverde Soft Ölbalsam mit Bio-Mandel und Bio-Shea-Butter für sehr trockene Haut. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, das ist also dein ultimativer Hautretter. Es kommt auch sehr dickflüssig halt raus, ne? Sehr cremig. Oh ja, ich glaube, das ist echt eine gute Geschichte. Lässt sich schön einmassieren. Oh. Riecht auch leicht süßlich. Das riecht gut. Hm. Ne? Toller Swatch, ne? Einmal mein eingecremter Arm. Doch, das ist toll. Aber für mich wahrscheinlich auch entweder was für meine Schienbeine, weil die halt oft sehr trocken sind, oder für den Winter auch ein gutes Produkt, weil ich da auch oft sehr trockene Haut habe. Geil. So, das Paket ist leider schon leer, aber es hat mir sehr, 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 sehr viel Freude bereitet. Dankeschön, liebe Lea. Dass du nicht jedes Mal meinen Geschmack treffen kannst, ist klar. Das sind ja deine Beauty-Geheimnisse. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, ich habe jetzt ein paar neue Geheimnisse von dir kennengelernt und werde sie auch demnächst mal ausprobieren und schau mal, ob sie mich auch genauso schön machen wie dich. Und ja, schaut gerne bei der lieben Lea vorbei. Und ja, das war jetzt schon leider das Video. Ich weiß gar nicht, wie ich solche Videos immer beenden soll. Das finde ich immer so schwierig, weil ich bin im Prinzip, ich bin immer so gerührt und dann kann ich eigentlich, ich will gar nicht aufhören, das Video zu drehen. Egal. Danke, Lea. War schön. Ja, gerne nochmal.
Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dich hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!